So, herzlich willkommen zur neuen Runde War Thunder. Warum wieder erstmal, ich nehme das gerade hier zum Karfreitag auf, deswegen wünsche ich euch schon mal schöne Ostern. Warum ein Server-Review auf den einfachen Grund? Ich komme online, ich bin im TS online, kommen auf einmal Mails und die sagen, ja, War Thunder ist total verbuggt, dieses Jahr ist jedes. So. Ich gerinne und bin am Vorabend halt 4.3 Husten gefahren, da dachte ich, komm, jetzt direkt mit denen, der gibt's Gefecht. Einfach nur mit du gucken, was los ist. Da ist nichts gewesen. Das war jetzt eine geile Runde, die zeige ich auf jeden Fall. Ich hatte nicht gerade Bock auf War Thunder, wollte was anderes starten und auf einmal dachte ich, ja komm, probier's jetzt aus, guckst du den Bug an. Der hat tatsächlich nur. Ups, ja, da bin ich erstmal blinkend mit dem gefahren. Der hat tatsächlich nur funktioniert, wenn man Nebelköpfer forscht, aber das zeige ich euch nach der Runde gleich. Also mit diesem Fehler auf sich hat. Da hat man nämlich in der Hauptwaffe auf einmal MG-Muni und so weiter oder Nebelgranaten, das zeige ich euch nach der Runde gleich. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr trotz Corona schöne Ostern feiern könnt. Ich habe hier auch ein bisschen Abschusshilfen gesammelt, so das haben wir noch Abschusshilfen. Ah, ein bisschen weiter rechts und die 88 wäre ein bisschen schade. Jetzt gab es ja auch ein paar BR-Änderungen, zum Beispiel der Cobra ging das immer realistisch anstatt 5053, finde ich mega bescheuert. Weil ich meine, das Ding kann jetzt immer höher gepusht werden. Ich meine, das kann, wenn es Pech hat, gegen 6-3er kämpfen und da ist glaube ich nicht, dass das Ding noch irgendeine Chance hat, um irgendwas zu erlegen. Ich meine, bei 6-0 hat er schon echt schlechte Karten, wisst ihr, und dann 6-3 finde ich übertrieben, könnte ich ehrlich sagen. Vielleicht nicht besser, wenn es wieder wie früher 4-7 wäre, bis maximal 5-7 fertig. Boah, wenn alle rummeln wegen der Panzerung, sollen sie halt Team haben, sollen sie das Ding auf 4-7 zurückstecken und dann die Frontpanzerung ein bisschen schwächer machen. Irgendwie so. Also ist es noch höher, das ist doch scheiße. Ja, so, es passiert noch mehr, außer dass ich hier sinnlos und mit Gegenballer oder mal ein paar Panzer treffe. Das geht schon mal ein bisschen los. Auf jeden Fall am Anfang dominiert mein Team hier sehr stark. Ich bin halt in B reingefahren, hab's gehalten und mein Team hält die ganze Zeit die Linie ab, davon weiter vorzurücken. Das wird sich aber auch noch gleich ändern. Ich habe ja, ich habe glaube ich zweimal zwei, drei Artischläger auf die ganze Gegnermasse gesetzt, aber leider hat meine Arti nie einen Gegner rausgekommen, fand ich schade. Ich hätte gerne mal wieder ein paar Arti-Kills. Da hat er mir glaube ich einen Richtschützen rausgenommen, wenn ich mich richtig erinnere, das ist hier vielleicht mehr aus dem Kopf, aber ist ja auch unrelevant, wir können ja nur nachordern. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt mehr kaputt gemacht als er. Der Maso ist das erste Mal für mich. Ja, wie gesagt, ich bin auch unter Map und nicht schlecht. Ah. Den deutschen Premium-Koffer rausgeholt, den russischen, mein Gott, den deutschen, genau.
Und jetzt passiert es halt auch, dass die Gegner uns schön zurückgedrängt haben, weil meine ganzen Mails rechts, ich lese, da stehen was, da stehen 6 verbündete Panzer, alle da, sag ich mal, am Strand bin ich nur rechts. Okay, Strand kann man es jetzt nicht wirklich nennen, am Fluss halt. Wo man sich hochdenkt, müsste das sein. Gut, die halb. Mir fällt gerade auf, wo ich auf den KV, ich sehe es ja unten auf der Minimap, gerade was da jetzt angefangen kommt. Ich habe, während ich auf das Ding geschossen habe, gleich auf die Minimap geachtet. Und wenn der eine Schuss gerade schön besser gewesen im KV, dann würde der auch bremsen, weil der auch... Ja, jetzt hält er sich gleich. Und jetzt sind die ganzen Panzer von mir. Hätte ich den KV gleich rausgenommen, hätte ich das vielleicht schneller gesehen und reagieren können, weil ich ja dreimal auf den, ja, verballert habe ohne Effekt. Ja, okay, wir schlucken noch ein KV-1. Okay, ja, mit dem KV haben wir jetzt auf jeden Fall ordentlich in den Sand gesetzt und verbraucht. Jetzt gehe ich mit dem stinknormalen KV rein. Ich glaube, der hat doch gemerkt, dass ich komme, sonst hätte er sich doch nicht gedreht. Boah, da war Sackgasse drauf, habe ich nicht geachtet, kann ich nicht so, jetzt ist Sackgasse einfach, ja. Auf jeden Fall dachte ich mir schon zu dem Zeitpunkt, dass ich euer Ernst, ich werde es hier verlieren, ey. Ein Glück, dass der Panzer für mich feuern konnte, sonst hätte er mich auf jeden Fall rausgenommen. Die T-34 immer mitgenommen. In der Zeit wurde auch der Sturzwagen, der B-Wagen gekillt, wurde ich auch eine Abschusshilfe bekommen, die fünfte. Gott, ich habe in der Runde auch teilweise geschossen, bevor die Meilen weit daneben und ist nicht was geschossen. Aber auch
Okay, so ich habe das mal noch nicht gesehen. Ja, hätte ich jetzt die Stunde erledigt, wäre es Krieg Nummer 8 gewesen. Aber mein Gott, war eine schöne Runde. So, den Bug, den ich meinte, nehmen wir jetzt einfach mal. Ja, komm, die Premium, einfach ist so egal. So, und zwar ist das teilweise hier. Ihr könnt nämlich das zweite Geschütz so auswählen, wo ihr halt auch noch einen Granatenlauncher mit dem Maschinengewehr jetzt habt. Und wenn ihr das halt drin habt, kommt ihr in die Runde und habt Maschinengewehr-Muni anstatt die Hauptkanone. Und das ist jetzt irgendwie heute am Tag gewesen, dass es bei jedem Panzer, wo das möglich ist, einfach eingestellt ist. Also bevor ihr startet, wenn ihr Nebeltöpfe habt, dann geht auf jeden Fall auf den Panzerhof und baut es und macht das, klickt das normale Geschütz an. Ansonsten kommt ihr in die Runde und habt Maschinengewehr und Rauchgranaten, keine Hauptbewaffnung. Gut, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.